Hier hinten haben wir Shark T, leider in einem extrem schlechten Zustand. Werde ich noch gucken, wo ich den einfügen kann. Der hat mir sehr gut gefallen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Es ist leider wieder ein Haul-Video geworden, aber um euch nicht komplett aushungern zu lassen, zeige ich euch mal den zweiten Baum hier an dieser Stelle, den ich für Endor gebaut habe. Der erste ist noch nicht ganz fertig, den habe ich nämlich zuerst begonnen und diesen habe ich als zweites gebaut. Die Bautechnik habe ich mir ein bisschen abgeschaut, die habe ich mal gesehen und habe diese auch so übernommen. Hier oben, das liegt einfach so ganz lose oben drauf mit einem Lego-Seil, hier mit so zwei Noppen zusammengeklippt und einfach hier oben drüber gesteckt. Diese Tanne gefällt mir sehr, sehr gut, davon will ich ein paar andere noch bauen. Diese Teile sind aber sehr schwer. Worum es aber eigentlich gehen wird, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, hier steht ein Endor-Rebelle. Und zwar haben wir die ersten drei hier in Endor erhalten. Die sind gerade eben angekommen und ich dachte mir, ich hau einfach mal ein Video raus, weil ich gerade sowieso Urlaub hatte. Ich arbeite mit Hochdruck an Endor weiter. Der Wasserfall, so viel kann ich schon mal verraten, steht erstmal. Wir haben den Bachlauf gut weitergezogen und ein, zwei kleine Pflanzen links und rechts angebracht. Ich will gar nicht zu viel verraten. Es steht hier rechts neben mir und ich würde es euch nur zu gern zeigen. Aber ich spanne euch gerne noch ein bisschen auf die Folter, damit ihr euch auf jeden Fall freuen könnt auf ein fettes Update. Und ich arbeite direkt nach diesem Video auch wieder weiter daran, dass wir in den nächsten Tagen mal vielleicht hier und da ein kleines Update erwarten können. Aber nicht zu viel reden, ich zeige euch mal die Figuren. Soeben stand nämlich der liebe Postbote hier und brachte mir diese Kollegen vorbei. Ich habe mich sehr darauf gefreut und eine Menge Teile waren dabei. Ich werde euch gleich noch ungefähr 3-4 Lieferungen verschiedene zeigen. Ich habe gerade sehr viel Geld, woher ist doch auch egal. Auf jeden Fall ist es gerade da. Und dann habe ich dieses Geschenk natürlich genutzt und ganz viel für Endor bestellt, damit ich viel variieren kann und natürlich hier aufrüsten kann für Endor, damit es hier krass weitergeht. Hier haben wir, wie gesagt, 3 Rebellen, wir haben 5 kleine Ewoks und wir haben ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sturmtruppen. Naja, das ist ein Scout. Und einen Shadow Trooper. Hier hinten haben wir Shark T. Leider in einem extrem schlechten Zustand. Das habe ich so nicht erwartet, als sie als gebraucht angemeldet wurde. Hat aber auch nicht viel gekostet. Dementsprechend, ja, hätte ich es mir denken können. Wir haben Plo Koon. Hier zum Glück in einem super guten Zustand. Das ist übrigens mein Lieblings-Jedi, da man Ahsoka ja nicht als Jedi zählen darf. Und dann hatte ich noch ein bisschen Lust auf Weihnachten und habe mir diese zwei Kumpels hier geholt. Da ich vielleicht ein kleines Weihnachtsmock baue, ich weiß es noch nicht. Mal schauen, was uns da so erwartet in der Weihnachtszeit und wie viel Zeit ich da haben werde. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Minifiguren werden jetzt zwar noch nicht benötigt, aber ich muss auf jeden Fall in die Zukunft sehen und auf jeden Fall bedenken, dass ich mehrere hier brauchen werde. Was natürlich ein bisschen komisch ist, die sind schon etwas unterschiedlich. Wir werden sie aber gut aufteilen. Dann sollte es nicht mehr so auffallen. Ich schnapp mir einfach, was ich kriegen kann. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die Teile an. Lasst euch an dieser Stelle nicht so sehr von der Basis ablenken oder von dem hier rechts. Das geht halt platzmäßig nicht, weil das Paket sehr groß ist und der Tisch immer kleiner wird, weil das Mock immer größer wird. Und mein PC habe ich auch noch hier hingestellt. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Es geht um die Teile hier drin. Ich rüste nämlich auf, auch langsam für den Wald. Es wird noch dauern, bis ich da hinkomme, aber die Teile sind nicht überall so billig zu kriegen. Und immer wenn ich welche im Shop sehe und der Preis passt, nehme ich die mit. Ich werde Dark Tan und Dark Green für den Wald nutzen. Da ich die Farben finde, dass die sehr gut harmonieren. Dieses Braun, da gibt es mir zu wenige Wedge Plates. Zum Beispiel, ich glaube nicht, dass es viele hiervon gibt in Braun. Zumindest habe ich noch nie welche gesehen. Und von diesen anderen, die etwas länger sind, die ich jetzt gerade noch nicht greifen kann. Die sind irgendwo in diesem Paket. Auf jeden Fall kippe ich das Ganze aus. Wir schauen mal kurz drüber und dann melde ich mich auch schon wieder ab und gehe weiterbauen. So, kipp mal aus. Bam, so sieht das Ganze aus. Hier noch ein kleines Paket. Das hier ist der ganze Haul. Ich habe bestimmt noch ein, zwei Tüten wieder vergessen oder 3, 4, 5, die überall rumliegen. Hier zum Beispiel diese hier. Die gibt es, glaube ich, nicht in Braun. Habe ich zumindest noch nie gesehen, diese langen Wedge Plates. Und damit kann man wunderbar Schichten bauen und das sieht super aus. Diese Dinger sind sehr teuer. Die habe ich mal auch in diesem helleren Grün geholt, mehrere, damit ich noch mehr solcher Tannen bauen kann und die auch so irgendwo immer drunter mischen kann. Was auch noch sehr teuer war, sind diese Dinger, aber die gefallen mir einfach zu gut. Also habe ich hier mitgeholt. Von denen gibt es auch nicht viele in Deutschland. Da liegen auch irgendwo noch hier ein paar Grüne rum, glaube ich. Oder die habe ich mitunter auch vergessen. Natürlich, da ich gerade, super,
da ich gerade am Berg unterwegs bin und diesen gerade um den Fluss herumziehen möchte, beziehungsweise da auch das Ufer ausgestalte, wo wir diese Teile hier brauchen. Da habe ich ganz viele von denen bestellt, wahrscheinlich viel zu viele, aber besser zu viel als zu wenig. Ich wurde auch in TikTok schon angesprochen, ja, willst du nicht mal aufhören zu kaufen und mal lieber bauen? Tja, Leute, also ich habe ein bisschen Ahnung mittlerweile von großen Mocks bauen und wenn es eins ist, so, dann musst du auf die Details achten. Wenn du viele Details bauen willst, brauchst du verschiedene Steine und zwar viele davon und musst viel rumprobieren. Deshalb rüste ich lieber zu viel auf und baue nebenher. Ihr habt nur lange kein Update gesehen, deswegen denkt ihr, es geht nicht weiter. Auf jeden Fall geht es in Endor weiter, sehr gut sogar, aber an vielen verschiedenen Ecken. Was ich vielleicht an dieser Stelle mal teasern kann, ja komm, machen wir das mal. Einen kleinen Felsen, den ich gebaut habe, den finde ich ziemlich niedlich. Werde ich noch gucken, wo ich den einfügen kann. Der hat mir sehr gut gefallen. Hier so ein kleines Pflänzchen, so eine Ranke, die hier rumgeht. Der hat mir super gut gefallen. Wollte ich zuerst im Bach einfügen. Der ist aber ein bisschen zu dick. Oder im Fluss, im Bach, im Fluss, wie ihr wollt. Der ist ein bisschen zu dick dafür und würde zu viel Platz wegnehmen. Aber an solchen Sachen arbeite ich gerade. Ich probiere viel rum. Zum Beispiel, wie gesagt, der erste Baum steht. Ich habe noch drei weitere, die ich im Aufbauen bin. Plus den ersten. Also ich probiere sehr viel rum an vielen verschiedenen Ecken. Will mir die Abwechslung natürlich auch selber bieten, so wie ich sie euch bieten möchte. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, wie es hier vorangeht. Ja, viel Braun dabei. Viele hiervon werde ich brauchen für den Baum, den ihr hier am Stream gesehen habt. Das ist der erste Baum. Diesen möchte ich hier nochmal ähnlich nachbauen, vielleicht in etwas kleiner. Leider muss ich diese Steine nochmal neu bestellen. Die waren für den Wasserfall gedacht. Die sind aber viel zu vergilbt, viel zu alt. Eine kleine Scheibe noch dabei. Die ist wichtig für einen Gunship-Mock, das ich nachbauen möchte. Da habe ich mir eine Anleitung zugekauft, weil ich das einfach mega geil fand und nebenher noch etwas mit Anleitung bauen möchte, was mir sehr gut gefällt. Und das wäre natürlich das Gunship, ist halt so mein Lieblingsraumschiff. Und das hätte ich gerne in Minifig-Scale und deswegen dieses Teil. Da sind noch viele Weiße noch unterwegs, um das Ganze dann wirklich gut bauen zu können. Ansonsten wäre es das auch schon an dieser Stelle. Oh, diese Teile sind wichtig. Gut, die hatte ich noch gar nicht bemerkt. Sehr schön. Also ich komme langsam noch durcheinander bei dem, was ich bestelle. An dieser Stelle war es das dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt ja schon so ein paar kleine Einblicke hier trotzdem bekommen, was wir hier am Bauen sind oder was ich hier überhaupt mache in meinem Urlaub. Und an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Seid wie immer freundlich zu euren Mitmenschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.